Moin Leute, ich bin schon ganz neu wieder auf meinem Kanal. Heute auch wieder zu einem Dual Talk, aber dieser mit dem Strohhut. Ja, moin, seid gegrüßt. Den kennt ihr ja aus den Road and Diamond Folgen und heute sprechen wir so ein bisschen, sag ich mal, nennen wir es einen Rückblick auf den aktuellen Patch von Rainbow Six Siege. Hier und da ein paar Sachen nochmal ansprechen, unsere Meinung dazu, als auch einen Blick in die Zukunft, nenne ich es mal. Und das erste große Thema vom neuen Patch, die welches immer wieder vorgestellt wurde, ist die Einschritt-Spielersuche. Sprich, ich kann direkt Menü auf Starten drücken, währenddessen suche ich im Hintergrund ein Spiel, ich kann weiterhin Operator anpassen, alles drum und dran und dann findest du direkt ein Match. Und ich muss sagen, so simpel es klingt, es ist super angenehm für Spielerlebnis. Siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine super Neuerung, die war auch bitter nötig meiner Meinung nach. Ich bin sehr zufrieden damit. Kein Gedotsche mehr, nix. Es macht super Spaß, jetzt allgemein zu spielen, so, weil du einfach nicht mehr so lange suchst. Du brauchst nicht mehr Ewigkeiten, um ein Match zu finden, verlierst nicht so schnell dann die Lust daran und so. Also allgemein super. Speziell auch wirklich das hier mit dem Gedodge, vor allem oft gehabt. Gegner gehen auch schnell raus und dann sitzt du da mit 5 gegen 4, da muss er einen Typen finden. Und jetzt merkt man erst im Nachhinein, wie viel Zeit das gekostet hat, wie viel Zeit man ins Matchmaking gesteckt hat. Auf jeden Fall das sehr überarbeitet, sehr viel schöner. Ja, anderer Punkt, ist der vielleicht nicht so schön ist, beziehungsweise noch nicht so perfekt funktioniert, davon kannst du mir ein Liedchen trällern, sind die neuen Hitboxen. Oh ja, also ich habe mit den neuen Hitboxen so schlechte Erfahrungen gemacht. Allgemein, ich habe schon, weiß ich auch nicht, ich habe auch ein, zwei Clips schon davon gehabt. Zum Beispiel ein C4 geworfen hinter einer Montagne, ist offensichtlich irgendwie, dass es genau hinter ihm explodiert ist. Er hat nicht einen HP-Schaden verloren, keine Ahnung. Schaden bekommen, also ist, keine Ahnung. Und dann hatte ich im Livestream hatte ich auch letztens einen vollen Headshot gedrückt, man sieht es, und es ist einfach nichts passiert. Also ich weiß nicht, was da los ist momentan, aber es geht auf jeden Fall noch besser. Ja, vor allem beim Clip muss man ja sagen, du hast ihn ja eigentlich ja genau in die Mitte des Kopfes geschossen. Nicht den Rand vom Kopf, wo du jetzt sagen kannst, es ist der Helm. Nee, das war exakt die Mitte des Kopfes. Ja. Und es ist einfach nichts registriert worden, kein Hit. Deswegen auch so ein bisschen schwierig, das so einzuschätzen. Na klar, jetzt sind die Hitboxen realistischer. Das hat wirklich die Ausrüstung, Kopfhörer, keine Hitbox. Hitbox ist super. Ich meine, bei Blitz, der freut sich total. Ist natürlich mal als Spieler von außen her oftmals auch schwer zu erkennen. Du siehst einen Typen, ja, schieß ich drauf. Ne? Dann ist es halt genau, ist das so die Hosentasche, was ähnlich was. Macht keinen Schaden. Ist manchmal so ein bisschen frustrierend, wenn du halt eigentlich auf einen schießt, aber weil die Hitbox eben doch noch nicht da beginnt, dass du manchmal so ein bisschen frustriert bist, weil der Treffer nicht zählt. Richtig. Ja gut, die wollen ja die Server wollen sie ja noch ein bisschen verbessern, ein bisschen anpassen. Kann halt auch daran liegen, dass die Tickrate vielleicht ein bisschen zu niedrig ist für die neuen Hitboxen. Es ist ja auch alles, eigentlich wäre es ja alles nicht so schlimm. Das Problem ist halt nur, dass sowas halt ausschlaggebend ist. Wenn man einen nicht töten kann, zum Beispiel in einer 1-on-1-Battle und die Hits werden nicht registriert, dann verlierst du vielleicht im schlechten Fall das ganze Match. Ja. Und das ist halt das Problem bei Rainbow Six aktuell. Deswegen sollten sie es schön schnell fixen. Hoffe ich mal, dass sie es auch machen demnächst. Ja, und ansonsten. Eigentlich habe ich ganz gute Erfahrungen auch schon gemacht mit den Hitboxen. Manchmal waren die Hits echt wesentlich besser. Man hat das Gefühl gehabt, sie sind besser connected. Aber es kommt auch immer irgendwie, glaube ich, auf die Tageszeit drauf an, wie viele Leute spielen, wie die Server ausgelastet sind und so weiter und so fort. Und dann solche Sachen halt. Ja, ich kann von besserer Hitlisten sprechen, gerade so, wenn ich Ashe abschieße. Ashe ja gerne vorher, hat keine Hitbox. Jetzt mittlerweile fällt sie dann doch mal um, sehr angenehm. Aber ja, das ist echt der große Punkt mit den Servern eben. Natürlich, neue Hitboxen sind schön, aber wenn der Server nicht hinterherkommt, sich doch mal eine Hitbox quasi verschiebt, also hinter dem Model ist zum Beispiel sowas, da entstehen dann doch sehr seltsame Situationen. Ja, genau. Gut, nächster Punkt ist der Glass Nerf. Da muss ich echt sagen, sie haben einmal den Schaden gesenkt, das fällt hier und da auf. Mein Operator mit One Armor war vorher zum Beispiel mal nicht instant gedownt, wenn er keine Rook Armor anhatte. Jetzt braucht man zwei Treffer. Das ist vielleicht schon mal merkbar. Der erhöhte Rückstoß von Glass, finde ich, merkt man so gut wie gar nicht. Der ist gefühlt nicht vorhanden. Aber sein größter Nerf in meinen Augen ist tatsächlich, dass man Ashe und Thermite die Rauchgranaten weggenommen hat. Ja, das sehe ich auch so auf jeden Fall. Also ich habe nach dem Patch auch keinen Unterschied gemerkt, so großartig. Ich meine, die Hitrack, die ist immer noch ein bisschen broken, könnte immer noch verbessert werden, aber im Grunde, was Rückstoß angeht und so, habe ich jetzt nicht viel gemerkt. Man schießt ja sowieso meistens auf den Kopf und von daher, ne, und von der Schadensregulierung, die sie reingebracht haben, gut, ab und an mag es vielleicht mal auffallen, wenn er dann doch nicht umfällt, aber an für sich ist es jetzt nicht, ist kein schlimmer Nerf, finde ich. Deswegen, ja, gehe ich mit. Ja, mit den Flashes halt, ne, jetzt haben sie halt zwei Smokes weniger, ne, warte, Thermite und Ashe. Ne? Ja, genau. Und das ist halt schon eine Sache für sich. Ich denke, da muss man erstmal sich so ein bisschen anpassen und so.
Aber das stimmt schon, was du sagtest. Ja, ich finde, man merkt so ein bisschen auch in der Pro League schon, dass das mit dem Rauchgranaten weggenommen, dass die weggenommen worden schon der größte Effekt war. Weil dort wird halt oft mit Thermite und mit Ashe gespielt. Und dann kann man halt Glass nicht mehr so richtig supporten. Ja, klar, er hat seine drei eigenen Smokes, aber die sind halt vielleicht schnell mal weg. Man kann nicht wie vorher sagen, man smoke mit ja, 9 Stück. 3 von Ashe, 3 von Thermite, 3 von Glass. Alles dicht und der aimt einfach nur ab. Weil halt eben Ashe und Thermite ihre Rauchgranaten verloren haben, merkt man auch so ein bisschen, dass die Pickrate von Glass auch wieder gesunken ist. Beziehungsweise, ja, genau. Ja. Wenn er gespielt wird, merkst du des Öfteren, jo, okay, Smokes sind weg. Kann ich so machen. Ja, es wird sich jetzt tatsächlich nochmal überlegt, ob man wirklich Glass braucht in dem Moment. Das stimmt schon, das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Vorher war es ja echt so, Glass musst du fast mitnehmen, weil er einfach so stark war. Wenn du ihn nicht mitgenommen hast, hast du dich schon, ja, teilweise in einen Nachteil gestellt. Ich meine, Pro League Finals, Pickrate Glass, 80% oder sowas, noch mehr, glaube ich. Ja, ja. Super hoch. Ja, ansonsten die neue Ashe, da kannst du mir, glaube ich, als Ashe-Main ein bisschen mehr zu erzählen. Wie ist es mit Blendgranaten? Ja, ich habe schon so die ein oder andere Situation habe ich schon gehabt. Ich muss sagen, man muss sich dran gewöhnen, weil ich habe jetzt auch nicht so viel mit Flashes gespielt vorher, ne, mit anderen Operatoren. Und es ist schon so eine Sache für sich. Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass man sich nicht selber flasht, ein bisschen aufpassen und so. Aber an für sich, gerade bei solchen Spielmodus wie Secure Area oder halt wenn man einen Raum hat, wo man reingehen möchte und halt ein bisschen aufräumen, den man halt clearen möchte, ist es wesentlich einfacher. Es ist einfacher und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen zu heftig ist, dass man Ashe dies für die Flashgranaten gibt, oder gegeben hat halt. Ich habe schon so eine oder andere Situation gehabt, wo man wirklich da den ganzen Raum auf einmal clearen konnte und das wesentlich einfacher als mit den Smoke-Granaten vorher. Also ich find's schon heftig, vielleicht wird da nochmal was dran gemacht. Ich denke, auch für ihre Rolle gibt das durchaus Sinn. Ashe ist ja immer so ein Entry-Fragger, da Blendgranaten ist schon perfekt. Schade, dass es jetzt eher, wo ich eher drauf sprechen kann als Supporter mit Thermite, der ist eben da, mal den Entschärfer zu platzieren und da keine Rauchgranaten zu haben. Ich finde aber, Blendgranaten sind für Thermite mega unpassend. Ich finde, die passen einfach nicht zu ihm. Deswegen ist es bei ihm ein bisschen schade. Klar, aber eben, um den Glass zu nerven, passt es auch wieder. Ist da ein streitbares Thema. Ja, eben, gerade weil Thermite so angreifbar ist in dem Moment, wo er seine Ladung ansetzt. Das sind Smoke-Granaten, um sich vielleicht links und rechts ein bisschen was abzusmoken, damit man nicht direkt gehittet wird, wenn einer rausrennt irgendwo. War es schon gut. Deswegen, also bei Thermite ist es wahrscheinlich ein bisschen schlimmer als noch als bei Ashe. Deswegen, weiß nicht, vielleicht machen sie da halt auch noch was, ne? Wäre vielleicht gar nicht mehr so doof. Vielleicht überdenken sie das nochmal. Ich würde im Endeffekt einfach sagen, Ashe profitiert von den Blendgranaten, ja. Thermite eher nicht. Genau. So. Anderes großes Thema sind ja so die Spawn-Kill-Änderungen. Ich denke, da können wir einfach zustimmen. Man waren halt Instant-Spawn-Kills, die da angepasst worden. Die sollten auf jeden Fall musste gemacht werden, klar. Nur Kanal ist so ein bisschen streitbar, weil das war quasi eben das Fenster, womit du auch die Leute abschießen kannst, die an Server ist der Raum, glaube ich, die dort an der Nordseite hängen. Ja, ich glaube schon, das ist die Nordseite. Die kann man sonst von dem Fenster abschießen. Das ist jetzt weg und naja, das schadet den Verteidigern sehr. Ja, genau. Ich habe auch schon ein paar Situationen gehabt jetzt seit dem Patch im Ranked. Das ist halt wesentlich einfacher. Du hängst dich da mit Blackbeard ran oder auch mit Fuse ganz in Ruhe. Du brauchst keine Angst haben, dass du da weggeholt wirst oder so. Es sei denn, es rennt einer raus, aber das kann man auch mit Claymores oder dass halt sich einer hinstellt, ein bisschen up-aim. Kann man das ein bisschen kontern. Aber an für sich, ich weiß nicht, ob das so eine richtige Entscheidung war, das komplette Fenster zuzumachen. Ja, ich hätte einfach den Spawn selbst irgendwie verlegt hinter dieses Containergebäude, was es da ist, einfach da hinter den Spawn gelegt. Naja, ja, gut, war jetzt deren Entscheidung, ist in meinen Augen auch nicht die perfekte. Ja, genau. Ja, das wären so die großen Änderungen, sonst haben wir eigentlich so viele Fixes, zum Beispiel da mein absoluter Favorit, das auf Wolkenkratzer, der Geisha Room, dass du entweder dort Stacheldraht so platzieren kannst. Sonst halt viele kleine Fixes. Ich weiß nicht, hast du da einen speziellen Favorit, wo du sagen würdest, war ganz geil? Jetzt persönlich nicht unbedingt, aber der Geisha Raum ist schon auf jeden Fall positiv. Sehr positiv. Das war auch wirklich, wurde auch wirklich Zeit, dass das mal gemacht wurde. Sonst hat man da, wie gesagt, oder jetzt gerade bei dem Patch, wenn man da mit Ashe da reinflasht, komplett hinter den Mira-Windows, die da meistens sind, wenn da kein Barbed Wire liegen würde, dann wäre das so einfach, den einzunehmen, den Raum. Also das ist schon echt wichtig gewesen. Ja, wenn man gerade so fäng aus Strats-Sicht spricht, wenn du so verteidigst, Bombe, T-Room, Karaoke, Geisha-Room ist schon so ein ganz entscheidender mit, den du unbedingt halten willst, weil du von dort aus viel machen kannst, wenn die Angreifer diesen Raum kontrollieren, auch sehr gut angreifen können. Und wenn du halt dort nicht richtig spielen kannst, weil es verbuggt ist, hat das schon sehr dem Raum geschadet und im Endeffekt ist es in meinen Augen mit sehr wichtig, dass das wieder funktioniert. Ja, genau. Sehr gut. Sonst würde ich sagen, war es mit dem Patch. Wir haben noch einen Blackbeard Elite Skin bekommen, der sieht in meinen Augen auch sehr geil aus. Ich denke, stimmst du zu?
Auf jeden Fall, ich bin zwar kein Blackbeard-Spieler, aber gefällt mir auch sehr gut, haben sie schön gemacht. Und sonst wäre das letzte große Thema eine kleine Vorschau auf die Alpha-Packs. Klar, man kann verschiedene Sachen draus ziehen. Da weiß ich aber dir auch, dass du dich darauf sehr freust, dass du sehr Oh ja, schon lange, ja. Mal ein bisschen was, also es ist halt mal was Neues. Man hat mal, gerade jetzt, wo man das One-Step-Matchmaking hat, dann kann man halt nebenbei vielleicht mal ein Pack öffnen oder so. Also ist schon, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, vor allem, wenn du halt wirklich sehr viel spielst, sehr viel Renown ansammelst. Ich sehe auch genau. Aktuell so da, ich habe jetzt noch nicht so viel, also ich glaube 60.000, da manche haben mehrere hunderttausend. Aber ich habe auch 150.000 gerade. Ja, genau. Schon. Es gibt ja aktuell nichts, was man sich so toll kaufen kann. Klar, es gibt noch Skins, die frei sind, aber die sind halt nicht schön. Man will sie nicht haben. Ja. Gerade jetzt auch, wo die neue Season halt keine großen neuen Sachen mit reinbringt, also sprich irgendwie neue Skins oder so oder halt komplett neue Klamotten irgendwie, dann hat man halt, sammelt man halt auch das Renown. Und deswegen ist es schon nicht schlecht, wenn man was hat, wo man halt ein bisschen Glück braucht oder so, und dann hat man was Schönes daraus gezogen oder so. Also ich denke schon, dass das was Feines wird. Sehe ich ebenso. Finden wir, die wären auch ziemlich geil, wenn sie dann kommen. Dauern auch ein bisschen eher Juli wahrscheinlich. Und sonst wäre es das mit dem Video. Vergesst nicht, beim Stroh vorbeizuschauen. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Ciao.